Die Formkurve nach dem Trainerwechsel zeigt beim TVB nach oben. Was weiter fehlt, ist der erste Sieg seit dem Auswärtserfolg am 20. September in Erlangen. Beim 29:33 in Berlin waren die Wild Boys lange auf Augenhöhe. Beim Heimspiel gegen den HSV Hamburg fehlte am Ende nur ein Tor für einen Punktgewinn. Natürlich schöpfen wir aus den beiden Spielen, aus den beiden Auftritten da auch Energie und ziehen da, glaube ich, gute Dinge raus. Trotzdem, wie du richtig sagst, am Sport zählt einfach nachher die Punkte und das sind beides mal wieder null gewesen. Aber wir haben, glaube ich, jetzt gut gearbeitet und wollen jetzt beim Derby die ersten zwei Punkte einfahren dann. Der TVB Stuttgart wartet seit 6 Spielen auf einen Heimsieg. Frisch auf konnte auswärts sogar seit Mitte Oktober 2023 kein Spiel mehr gewinnen. Dazu kommt der 15. zum 17. Wie viel Brisanz also in diesem Derby steckt, wurde direkt nach dem Abpfiff des Hamburg-Spiels deutlich. Dass das ein geiles Spiel wird hier, da freuen wir uns drauf. Die Situation könnte für beide Mannschaften, glaube ich, anders sein. Das ist uns auch bewusst. Nichtsdestotrotz ist es ein Derby und das wollen wir spielen. Wir werden uns ab morgen sogar schon ein bisschen darauf vorbereiten, um auch der Situation Herr zu werden. Das ist brutal schön für mich, die besten Spiele der ganzen Saison. Hier und auch in Göppingen, wenn wir spielen da. So, das freut mich, hier eine volle Halle haben und zu 2 Punkte gewinnen. Man war jetzt bei den beiden Spielen, vor allem beim zweiten Spiel, nah dran, was Zählbares mitzunehmen. Diese Energie wollen wir da mitnehmen. Wie gesagt, haben uns, glaube ich, super vorbereitet, sind bereit für das Spiel morgen und wollen da den ersten Heimsieg einfahren. Der Olympiasilbermedaillengewinner von Paris, Kai Häfner, begann seine erfolgreiche Karriere 2007 in Göppingen. Zeit zum Sentimentalwerden hat er nicht. Morgen Abend zählt auch für ihn nur ein Sieg. Eine Weile her, natürlich bleibt das immer mit einem irgendwie verbunden, aber ich glaube, ich habe mit keinem Spieler mehr dort gespielt, der dort spielt. Und wenn das Spiel losgeht, ist das alles völlige Nebensache. Es ist noch alles zusätzlich zu der Tatsache, dass es ein schönes Derby ist, geht es da, glaube ich, um sehr, sehr viel. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind bereit, freuen uns drauf. Ich glaube, alle Zuschauer können sich darauf freuen, es wird morgen ein gutes Spiel. Das Heimspiel gegen Göppingen ist auch der Start in die Derby-Tage. Denn bereits am kommenden Montag geht es für den TVB zum starken Aufsteiger nach Bietigheim, der dem TVB in der Tabelle bereits 5 Punkte enteilt ist. Für Stuttgart wäre also genau jetzt ein guter Zeitpunkt, eine Siegesserie zu starten. Hätte ich nichts dagegen, dann lass uns doch da morgen anfangen, ja. Porsche Arena wird morgen Abend richtig gut gefüllt sein. Noch gibt es aber unter tvbstuttgart.de ausreichend Tickets für den Schwabenknaller in der Handball-Bundesliga.